Hallo und herzlich willkommen zu einem First Look und zwar auf Not for Broadcast. Mein Name ist Captain Bam, dies ist der Spielemagazin Channel und es geht direkt los. Tag 1. Okay. Was nach rechts? Ah, WASD, das kommt einem bekannt vor. Telefon schellt. Telefon klingelt, keiner geht ran. David, listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so you're gonna have to run the news tonight. Now, okay, don't worry, ich mach die Nachrichten. I'm gonna stay on the phone and help you. First, I'm gonna give you a quick tour of the broadcast room, so if you're not doing it already, look forwards towards all those screens. Aha. Right, look up at the top. That colored diese bar Leiste. Is your audience. You wanna meine keep Zuschauer. The going up and not down. Aha. Aha. Underneath that, you've got the screens. Is the broadcast screen. That's what the viewers are seeing at home. It's only a couple of seconds behind the master screen there in the middle. That's the one you control. Now the four small screens on the left show the different signals coming from the studio. And you can choose between them using the numbered buttons on the vision mixer at the bottom left. Ich verstehe. Don't worry. I'll talk you through it and you'll pick it up in no time. Now, have a look to your left. These plugs control everything in the studio. I've left them set up for you, so provided you haven't fiddled with them, all you have to do now is throw the master trip switch and we're in business. Once you've got the power on, face the front again. Okay, alles klar. Also ganz offensichtlich muss ich erstmal hier dieses ganze Panel irgendwie bedienen. Hauptbildschirm oder beziehungsweise das ist der Zuschauerbildschirm, Hauptbildschirm, dann die Studiobildschirme und ich soll irgendwie Tasten drücken. Okay, hier rechts, Telefon, haben wir gesehen, Walkman, dass sowas überhaupt noch gibt heutzutage, sehr interessant und ja, meine Buddies offensichtlich, meine Saufbrüder. So, hier Hauptschalter umlegen, der Rest scheint mich ja erstmal nicht großartig zu interessieren, deswegen, ja, fangen wir mal damit an. Ja, Abspann läuft. Ja, fucking ages. Okay, they're over, so we haven't got long now till the broadcast. Okay, right, okay. Quickly, mate, look down under the desk. You can see a load of videotapes. Videokassetten. There your Werbung. Any three and load them into the machines on the right. When you've done that, look up to the front. Trainiere mit den Hamsleeves. Aha. Mein Salat Wochenmagazin, das klingt doch sehr gut. Und besuchen Sie Bumley. Urlaubsjuwel für den kleinen Geldbeutel, wenn es keinen anderen Ort gibt. Yeah. Perfekt. So. Ein Signal aus dem Studio. Aha, Screen One. Alles klar. Corner Mayonnaise? You don't see if you make me come out in postures. Yeah, I thought it might increase our viewing figures. Every day. You offer me prawns every day. 10 seconds, everybody. It's how I show love. You're trying to kill me. And yet you persist. Going 5, 4. It's time to join Jeremy Donaldson. Good evening, los geht's. I'm Jeremy Donaldson. Our main story is tonight. Okay. Moving on up. Die Nachrichten vorspielen auf Schirm 2 abspielen, wird ein Countdown angezeigt. Entspann dich, alles klar. Ja, das geht schon. Top Chat. Sports fans have celebrated as popular footballer Johnny Hamsleeves wins Sports Personality of the Year. And a spoonful of sugar. Megan will be chatting with movie star Lawrence Thunderclatch. Ja, das klingt alles ganz interessant. And, of course, also ganz offensichtlich läuft hier dieses Nachrichtenprogramm und das ist das, was der Zuschauer sieht. Und jetzt gleich kommt das nächste. Button 2 in 2 und jetzt. Aha. So, der Einspieler. Okay, hier geht's, wird er noch schön geschminkt, damit er auch noch was aussieht. Dynamische Musik. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Wahnsinnig spannend. Yeah. Yeah. Okay, bis jetzt lief's ja ganz gut. Okay. Okay, okay, okay.
Ach du Scheiße. Das erinnert mich irgendwie an den Goat Simulator. Und zwar ziemlich erschreckend. Das ist nicht ganz so kompliziert. Werbung. Make sure you don't play too early or one will get fired. Now the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches zero, press one of the three play. Okay, bei null muss ich ganz offensichtlich Werbung einspielen. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Werbung A. Sehr schön. What? Why? Wanker Snatch is running late. Boah, die Werbung. Die Werbung. Keine Sorge, Lady. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Oh, das war ganz gut. Okay. Wer redet, sollte zu sehen sein. Keine Einstellung länger als 10 Sekunden. Mann, oh Mann. Es klingt irgendwie kompliziert. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, alles in Englisch, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance. But first off, our reporter Megan Wolf is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare to the Shopbox. Joined today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is among Switch to two for the wide now. May I say, having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. The latest movie, which is called The Medicated. The Medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter... That's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twat. I've worked with him on several movies, all terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been. What a wild ride. And you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. Am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic? Interessant. Absolutely right. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember the story of one soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but honestly, who's counting? Remember the 10-second rule. Two best actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards, although those three little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? That is a beautiful question, Megan. And not easy to answer. Not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will bleed. And often, that's how it feels. Get back to who's talking. Doesn't it? Bleeding. Giving. Suffering for one's audience.
I suppose in the end I do it for the difference. I suppose in the end I do it. I do it for the people that I inspire. I do it for the people. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Well, now you're asking. Historic election result. Indeed, historic is the word. Well, ja, im Prinzip geht es darum, einfach nur im richtigen Moment den richtigen Trigger zu betätigen. Was relativ starke Konzentration erfordert, deswegen bin ich auch ziemlich still. Aber My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Ach du Scheiße, jetzt muss ich hier unten schon wieder dieses... Das geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen zu spielen, aber es geht mir trotzdem schon auf den Keks. La 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 la. No, Lance, we mustn't. Das ist wie so ein Minispiel im Spiel, aber ich muss sagen, das hier unten rechts, das ist, trifft jetzt nicht ganz so meinen Geschmack. Aber gut, es sorgt auf jeden Fall ein bisschen für Abwechslung. An sich läuft es ja nicht schlecht, der grüne Balken ist ziemlich fett. Das kann man schon so laufen lassen. Alles andere, ja, geht so. Ich glaube, ich habe es nicht so schlecht gemacht, aber es war ja auch noch nicht so schwer. Ich frage mich, wie sich das Spiel weiterentwickeln könnte, weil wenn das alles ist hier, also dieser Bildschirm, mit dem man alles zu bedienen hat, dann wird es natürlich ziemlich interessant und vor allem wird auch noch interessant Werbung. Wenn das alles ist hier, womit man sich hier so beschäftigen kann, dann wird es natürlich schon ziemlich interessant. So, jetzt kommt wieder Werbung. Ich muss also die Taste B drücken im richtigen Moment. The Medicated. So, hier, Zensur. Okay. Oh, ich war schon wieder ziemlich gut in diesem Segment. Ganz offensichtlich. Das ist gar nicht schlecht. Na gut, es wird auf jeden Fall immer komplizierter. Immer noch mehr Geräte, auch wahrscheinlich hier. Das spielt auch noch eine Rolle. Später dann natürlich auch noch das alles, was auf der linken Seite steht. Ja. Jetzt habe ich nicht richtig zugehört. Okay, aber ihr werdet schon hinbekommen. Zensur. Sollte nicht so schwer sein. Button drücken. Zu Zensur. Okay. Okay. 3, 2, 1. Welcome back. And I'm told we can now go to advance. And I'm told we can now go to advance headquarters. Peter Clement and Julius Salisbury. Peter Clement and Julius Salisbury are about to make their acceptance address. Cut to the outside. Flystar? Go for it, Pet! Flystar? Go for it, Pet!
thank you all for coming. And, well, thank you all where for coming. Where do I start? And, well, what where a do day. I start? They said what we couldn't do it. They certainly did. They used every dirty, low-down, lying, sodden bastard trick I had against all those bastards. The people have you turned this for them. I'm sorry about the language there. Scheiße. Das lief schon mal nicht so gut. Coarser than a grin is funny. Coarser than a grin. Let's be honest, who can blame Peter for celebrating? Throughout the campaign, you've heard us say that advance are not a political party. A party is what you have when things are going well. When the country is suffering, you don't need a party. You need a team. A team that can change things. But today is day one of a new future. A better, also das mit der Zensur ist mir noch nicht so gut gelungen. Ist ja auch nicht so wünschenswert. Except for the rich, for them the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shit in pants on and opening their dusty checkbooks. Again, put. Oder? War gut? Not inaccurate. Before we came out here to address the nation, we used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. You know the sort of probably you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in communities. Tomorrow we will be introducing a sweeping reform nee, of the tax system. Reißt er sich noch mal am Riemen. No more hiding wealth offshore, no more trust funds. Mit dem Bierkrug. Ja, das sieht gut aus. Das macht doch eine richtig gute Figur für so einen Lokalpolitiker. Ja, jetzt wird sogar mal richtig tensiert. You wanna leave like you threatened before. Oh Gott, ist der besoffen, Alter. Wenn du kein Bier erträgst, dann lass es doch. So ein bisschen Alkohol ist ja in Ordnung, aber. So, einmal auf die Totale. Wunderschön. Jetzt geht er wieder ab. Alter. Ja, ja, zensieren wieder. Zack. Oh, noch was. The people whose children you raise. So they've got time to get even fucking richer. Advance have this to say to you. It ends today. We are coming for your sports. Ja, man muss halt relativ viel hin und her schalten. Ansonsten läuft es halt nicht. Jetzt spricht er. Jetzt spricht sie. In the hands of the people who created it. It ends today. Yes, it ends today. And tomorrow, we'll start making it fair again. Just like we promised we would. And until then, ladies and gents. Jetzt darf er wieder. I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. Well, then. Interesting acceptance speech there from the leaders of advance. And our apologies for the fruity language. Okay. Hopefully we got that bleeped out. Entschuldigen Sie die blumige Sprache. Sehr schön gesagt. So, as the country braces itself for new government, that's all from us this evening at the National Nightly News. We'll be back tomorrow with full coverage of the first day under advance. I'm Jeremy Dawson. Und Werbung. Have a peaceful night. So, er muss los, Fähre leg ab, wahrscheinlich komme ich nicht zurück, du hast den Job, yeah, ich freue mich. This is some weird fever dream. Am I dying now? You should be so lucky. I'll see you tomorrow night. Not going for a drink? No, got a date. Lucky you. Try not to get murdered. So, Übertragung abgeschlossen. Fortsetzen. Ja gut, das ist ja alles auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich glaube allerdings, oder ich hoffe zumindest, dass das alles noch irgendwie vertont wird. Also es wäre natürlich schon sehr, sehr gut, wenn das Ganze ein bisschen auf Deutsch wäre, aber ich befürchte fast, dass es ein bisschen viel verlangt. Keine Ahnung. Die Untertitel natürlich, die bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr unterhaltsam wird. Auf jeden Fall. Wenn man das hier so sieht.
Aber dadurch, dass es natürlich mit englischer Sprache läuft, das ganze Spiel, ist es natürlich schon eine Herausforderung für den einen oder anderen. Aber es wird sicherlich sehr interessant. Oh, da fange ich an Platzhusen an. Ja. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Aber ich sehe schon, zensiert werden muss hier noch eine ganze Menge. Ja. Auf jeden Fall, Not for Broadcast wird Ende Januar erscheinen. Und ja, darauf können wir uns jetzt schon freuen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben darin, was uns hier alle erwartet. Und ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen hier auf diesem Channel. Bitte abonnieren, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und was ihr euch davon versprecht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, ja, alles Gute, bis bald, ciao.